Ich werde oft gefragt, was ist eigentlich ein Brand Ambassador oder ein Markenbotschafter? Ein Markenbotschafter, ein Brand Ambassador repräsentiert eine Whisky-Marke nach außen hin. Für eine Whisky-Marke ist es total wichtig, einen Brand Ambassador zu haben, ein Gesicht nach außen, ein Anlaufpunkt bei Messen, bei Veranstaltungen, etwas, was Wiedererkennungswert hat. Ihr kennt das zum Beispiel von Parfümwerbung. Wie wird man eigentlich Brand Ambassador? Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Man muss sich auf jeden Fall sehr gut mit Whisky auskennen, mit einer Marke identifizieren können. Man darf nicht scheu sein, man muss kommunikativ sein und man muss bereit sein, viel zu reisen, denn das ist ein großer Bestandteil dieser Tätigkeit. Ich zum Beispiel komme aus der Weinbranche. Ich habe dort Vertrieb gemacht für Weinimporteure und da hat man auch immer ein paar Spirituosen mit im Sortiment. Mit der Zeit habe ich eine Passion für Whisky entwickelt. Ich habe viele Veranstaltungen besucht, Messen, ich habe viel gelesen, Videos geschaut, ich habe einen Podcast gemacht und so kam ich Schritt für Schritt dieser Branche immer näher, wurde auch bekannter bei vielen Schlüsselfiguren in der Branche. Am Ende des Tages kann man sagen, kommt öfter die Marke zum Botschafter als der Botschafter zur Marke. Ich werde oft gefragt, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Ich bin natürlich viel unterwegs. Ich reise von Veranstaltung zu Veranstaltung, sei es nur eine Messe, ein Tasting, irgendwo ein Ausschank. Es gibt viele Gelegenheiten. Ein besonderer Aspekt für mich sind Menschen. Wenn ich von Messe zu Messe fahre, ich treffe immer wieder die gleichen Leute. Aussteller, andere Brands, andere Brand-Ambassadore. Es ist immer ein tolles Miteinander. Man geht abends vielleicht mal zusammen was trinken oder was essen, wenn die Messe geschafft ist. Es sind aber nicht nur die Leute, die in der Branche tätig sind, sondern auch die Besucher, die von Veranstaltung zu Veranstaltung oder von Messe zu Messe mitreisen und einfach alles mitnehmen wollen. Das ist für mich was ganz Besonderes.